So, und hier geht's auch weiter mit dem Commentary. Ja, wir sehen hier die Bunts. Wir haben 5-mal Premade beim blauen Team diesmal. Und mal schauen, ob das rote Team es diesmal schaffen kann. Dennis kommentiert mit mir, aber der ist momentan kurz noch was zu futtern holen, glaube ich. Ja. Ja, Elise wurde gebannt, Malphite wurde gebannt, wie immer Lux wurde gebannt, Zed wurde gebannt, Kha'Zix und der letzte. Man weiß es nicht. Wie immer lassen sich sehr, sehr viel Zeit. Und da ist Shen. Wir sehen uns gleich im Ladebildschirm. So, und da würde ich mal sagen, es geht los. Der Dennis ist leider immer noch nicht da, ja. Ja, wir haben im blauen Team Kev mit Renekton, Baylife mit Lee Sin, Devil mit Volibear, Panda mit Graves und The Buddy mit Taric. Und im roten Team haben wir Arctic Wolf mit Fiddlesticks, Killburn 2 mit Trash, Prince P mit Ryze, Blackstar mit Darius und Peter White mit Urgott. Das ist Ich mag Spiele, wer es nicht weiß. Ja. Ihr müsstet mich jetzt eigentlich ein bisschen lauter hören. Okay, mein Headset piept gerade ein bisschen. Ich würde mal wissen, wieso. Es piept immer noch. Ja. Ich skippe mal hier den Ladebildschirm eben vor und guck mal, was damit auf sich hat. So, und da geht's auch los. Ich sortiere mal. Baylife geht wahrscheinlich Mitte. Darius ist top gegen Kev. Okay, jetzt habe ich Echo bei Dennis gehört. Egal. AD Carry dahin. Support dahin. Und jetzt müsste eigentlich alles richtig eingestellt sein. Könnte jetzt auch sein, dass ihr mich besser hört, weil ich genau mit dem Mund vor dem Mikro bin. Vor dem Mikrofon, was ich mir geholt habe. Und ja, es liegt jetzt daran, da ich auch jetzt da den Ständer dafür habe. Also wo das Mikrofon dran befestigt ist und das auch direkt vor meinem Mund zu haben. Ja. Und oh, das blaue Team will invaden, das finde ich ja mal sehr gut. Und da kommt Fiddlesticks rein. Oh, Fiddlesticks wird sterben. Erstes Blut für Baylife und ihr hört manchmal mein Echo wegen Dennis. Der immer noch nicht da ist, übrigens. Egal. Da schon wieder. Ja. Fiddlesticks Jungle auch lang nicht mehr gesehen. Er startet als AP auch mit Mächte des Jägers oder wie das Scheiß heißt. Ja. Die Vasallen sind erschienen. So, und Leute, ihr könnt mal... ich würde mal hier gerne eine Umfrage starten, ob ich auch mal, wer es weiß, es wissen ja nicht alle, dass Basti, also CrackMojo LP, auch mal so ein Fragevideo gemacht hat. Ob ich das auch mal so machen soll oder nicht. Könnt ihr einfach hier mal abstimmen. Aber nicht zu viele Kommentare, einfach nur, wenn einer schreibt, ja, mach so ein Fragevideo, dann einfach nur Daumen hoch, das reicht. Weil ich weiß ja nicht, ob ihr jetzt alles so von mir wisst. Oder von allen anderen, dann kann man ja die anderen noch dazu holen. Kev, Panda, Baylife und sowas. Ja, dann geht das Game mal los, würde ich sagen. Baylife wieder schön am Lachen. Ja, Kev hat oben Darius, das ist nicht so schön, er kriegt ordentlich Schaden. Und er ist schon fast tot. Und Kev ist tot. Da war die Blutung doch zu stark. Die war ziemlich stark. Kev raged. Ein wenig. Das Echo regt mich jetzt ein bisschen auf. Was manchmal kommt. So wie jetzt.
Und für das Together haben wir uns eigentlich auch schon so weit entschieden, was wir für eins machen. Das sagen wir euch jetzt aber noch nicht. Wenn wir überhaupt dazu kommen, jetzt das schon in der, also aufzunehmen. Wir sind ja schon mit Portal Let's Play sind wir schon seit letzter Woche durch. Nur das wird halt nach und nach hochgeladen, weil wir auch nicht immer Zeit haben, um das dann immer hochzuladen, weil das doch so lange dauert und dann noch LOL und dies und das. Das dauert doch seine Zeit. Ja. Hallo. Dennis. Hallo. Homo. Ich bin wieder da. Ja. Ja. Hat es länger gedauert. Oh, da ist Peter White Low. Ja. Das Peter, so low. Fiddle will top ganken. Das wird dann nicht sehr gut aussehen. Oh, oh, da ist der 4, aber Kev läuft zum Glück mit dem 4 in seine günstige Richtung. Hat du dein Headset nah an den Boxen, kann das sein, Dennis? Nein. Weil ich hab meist, ich hab mein Echo gehört. Naja. Manchmal. Okay. Schluck trinken hier. Oh, Kev ist schon wieder top low. Und Botlane. Da kommt sogar jetzt noch Devil, will den Tower hochschmeißen. Und Fiddlesticks ist immer noch da. Oh oh. Kev ist tot. 0-2 Kev. Jo. Und er hat auch noch ein Ward dabei, er hätte ihn setzen können. Da würde er sich am meisten ärgern. War ich so gefühlt? Was haben die da Botlane vor? Ich weiß nicht. Wollen die Tower diven? Wahrscheinlich. Nee. Auch nicht. Wäre viel zu riskant. Ja. Und da fährt bei Dennis ein Roller vorbei. Das hört man schon mal. Ja. Ja. Direkt zu meinem Nachbarn. Ich war gar nicht so lange weg, da haben die so lange gebraucht, bis das Spiel anfängt. Wie meinst du es? Du warst lange weg. Ja, aber es ist gerade erst 6. Spiel zum Spectaten. Ja. Du warst ja schon da, wo ich angefangen habe aufzunehmen, weg, wo die Teams gerade in ihren Räumen waren. Dann kam ja noch, dann wird ja gepickt, gebannt, 3 Minuten Delay, dauert schon seine Zeit. Na! Na! Okay, viel. Ja. Das ist awesome. Awesome, das ist nicht awesome, aber es ist ungewohnt, das muss man immer sagen. Aber trotzdem, man sieht schon den Goldvorteil. Das ist schon heftig. 1,2k. 1,2. Ja, das ist mal am CS vor allem. Botlane, Panda 44, Urgot 8. Ja, das, was Urgot da leistet, ist auf jeden Fall... Aber Urgot ist der ADK, ich wollte schon sagen. So, Peter White, ziemlich spät. Aber er war auch, glaube ich, am Anfang ein bisschen AFK. Aber was sie da probieren, schaffen... Oh, mit... Oh, oh, der Stun, oh, 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 nee, oh. Ach du Scheiße, ach du Scheiße, ach du Scheiße, ach du Scheiße. Oh, oh, oh. Oh, der hätte Panda dodgen müssen. Ja, Panda Buddy, Buddy müsste ihn bekommen, Buddy bekommt ihn. Buddy bekommt ihn, Buddy bekommt ihn. Ja, ich an die Bäder in der Mitte, den Rice. Ja, er hat den bekommen. Ah, Bailiff ist tot. Ja, wegen Darius. Darius hat geflasht und ihn dann ignited. Oh Mann. Der will lacht da dumm, er hätte ihn lieber hochschmeißen sollen, dass der Sauger abbricht und ihn dann hätte angreifen können. Hä? In der Mitte. Aha. Wie, hä? Hä? Du hast gerade von Panda lacht gesagt. Devil lacht. Achso, Devil.
Oh, der Buddy wird an den Tower gezogen. Sieht nicht sehr gut aus. Ja. Oh, Urwald hat den ersten Kill. Juhu! Und 14 CS, 40 weniger als Panda. Ja, das ist schon praktisch. Nach 9 Minuten wurde er da. Da, Midlane. Baylor gibt auch wesentlich mehr Damage als Ryze. Ja. Der Toplane verliert Kev ganz klar. Hat jetzt bis jetzt auch nur eine Dorans Klinge. Entweder können Panda, Botlane. Entweder können Panda und der Buddy nicht dodgen oder der Trash, der wirft seine Hooks echt gut. Oh, da wird wieder top gegankt. Devil war bis jetzt nicht einmal top. Da ist Peter White kaputt. Der Graves Burst. Aber der aus dem Gang wird nicht so. Oh, Baylor fällt die Kuh. Der wird ganz leicht gebabysittet, das kommt mir das so vor. Ja. War jetzt Devil überhaupt irgendwo mal helfen? In der Zeit, wo ich da war? Nein. Ja, also nicht. Das ist natürlich nicht sehr gut. So, Bot Tower müsste fallen. Oh, Top Lane. Fiddle Ulti. Er kommt back. Fiddle stirbt. Ja. Und? Oh, Kev könnte ihn kriegen. Er hat jetzt wieder alles ready. Eine WQ-Kombo, ist er tot. Was geht da los? Was ist da los? Mitte. Hey, der Mitte. Ja. Botlane. Peter White ist wieder low. Ich habe überlegt, weil Panda kein Mana mehr hatte. Ja. Ein Kuh. Aber er hat auch keine Mana mehr. Lee Sin ist auch da, das heißt, oh oh. Oh, der Kuh ging ganz knapp vorbei. Und schon wieder ganz knapp vorbei. Und da ist Fiddlestick. Oh! Schon wieder! Ja. Dreimal ganz knapp vorbei. Das ist natürlich nicht so schön. Ich hab grad Captain angeschrieben und so, der hat gemeint, der hätte Lags. Und so Lags of Doom. Okay. Dass er dreimal Redbot nicht zünden konnte. Und so. Weil bei Kevs Internet ist es ja sogar noch. Devil ist so gerade mal Level 6, was macht der da im Jungle? Wahrscheinlich wieder dancen. Ja. Nicht viel mehr. Ja, Darius hat 3-0, das ist nämlich nicht so schön. Da sollte mal geholfen werden auf der Top Lane. Der will ist ein Geister-Jungler. Er taucht immer, er ist die ganze Zeit im Jungle und taucht nur aus dem Jungle auf, wenn eine Lane gehalten werden muss, um die CS zu kühlen. Ja. Obwohl. Also kommt mir zumindest gerade so vor. Nicht, dass ich das gegen Devil hätte. Der ist ja so voll toll und so. So voll toll und so? Ja. Hast du nicht meine awesome Beschreibung gesehen? Die war vorher sogar noch toller. Weil sie eine Karte und so. Da Top Lane wird jetzt ein bisschen attacked hier so. Und da kommt der Fiddlesticks wieder top. Und da kommt die Ulti. Und Kev macht raus. Ja, da kann Kev nichts machen. Und da wird der Darius langsam gefeedet, du. Auch wenn ich nicht verstehe, warum der Darius sich als erstes Black Cleaver holt. Na, schlecht ist es nicht. Ja.
Weil Kev halt wahrscheinlich so viel aushält und er halt mit den absoluten Schaden einfach ihn die ganze Zeit abfacken kann und so. Das. Naja. Oh. Ganz knapp überlebt. Der Trash. Der will macht den Blue. Von dem violetten Team. Oh, da flasht er auch nochmal gerade so weg. Und mir fällt gerade aus, obwohl Cap ja Top-Lane failed und so. Insgesamt gewinnt sein Team trotzdem. Ja. Müssen wir halt nachher nur mal auf die Teamfights schauen, wenn er eine gute Fiddle-Ulti kommt und der Darius einfach jeden kaputt haut, dann. Ja. Was obwohl Panda hat jetzt auch 4 Kills, also das wird. Trotzdem noch schwer, das also für das rote Team das wieder aufzuholen. Ja, aber ich weiß gar nicht, was der Ryze. Ich dachte, jetzt einfach mal da durch die 3 oder 4 Leute, was das da war, gerannt. Oh. Und da geht Baylife rein. Schön nach 4 und hat Tower von. Aber er hat sich oh. Er zieht schon mal ran, um ihn zu töten. Und da frisst Devil einfach den Trash. Seine Passiv rettet ihn sein Leben. Ja. Und bye bye. Gut. Oli, wer auch fehlt hast. Ja. Irgendwie bin ich relativ stark von der Botlane enttäuscht. Panda hat 105 Farm. Oh, Peter White, oh oh. Oh, Baylef ist tot, oder? Nee. Nee, ganz knapp überlebt. Panda hat 60 Last Hits mehr als der liebe Peter. Oh, Top Lane wieder. Aber. Darius entscheidet sich jetzt zu warten, bis die Ulti entscheidet sich. Ja, jetzt macht er Batz und tschüss. Ah, da ist der Fälsch, mit dem hätte ich eher gerechnet, muss ich zugeben. Damit man ja, dann kommt man ja vor Darius gar nicht mehr weg mit der W-Slow. Ja. Und einem Chancer. Und ich wollte nochmal an alle fragen, ob das jetzt das. Weil manche haben gesagt, mach LOL auf Englisch, das ist ja momentan noch auf Deutsch. Soll ich das jetzt auf Deutsch lassen oder auf Englisch machen? Auch mal abstimmen in den Kommentaren, bitte. Ganz klar Englisch. Ja, ich weiß nicht. Manche mögen das mehr Deutsch, manche Englisch. Ja, Leute, ich finde es eigentlich auch besser in Englisch. Aber ich habe es so für die Abonnenten gelassen. Aber ich kann es auch gerne wieder umändern. Kein Problem. Es liegt vielleicht daran, weil manche kein Englisch können, dass sie das noch nicht verstehen, aber. Ja, die Grund meine, hier diese Sachen müsste man doch langsam mal kennen, ja, oder? Aber es ist halt einfach der Fakt, dass die Stimmen und alles, die klingen, finde ich, in Englisch wesentlich besser und geiler als auf Deutsch. Ja, das stimmt. Und was hört sich wohl besser an? Fünffach-Tötung oder Pentakill? Ja, ja. Oder Doppeltötung und Double Kill. Ja. Aber spätestens bei 3-fach Töten. Devil in Trouble. Devil ist tot, denke ich. Oder er nimmt noch. Ne, er nimmt nicht. Peter noch mit. Ist ja irgendwie dumm von Devil da. Vader geht gegen den Fiddle. Boah. Ja, ich dachte, ich habe auch gedacht, jetzt kriegt er den Fiddle darüber. Nee, ich hatte gedacht, er will, ich hab gedacht, er wollte den Fiddle mit der Kuh treffen und nicht Urgott. Ja, ja. Er wollte mit Fiddle zu Urgott schmeißen halt. Mit der Ulti. Ach so. Ja, das ist, da hab ich gar nicht dran gedacht. Panda pusht er dann in der Mitte. Ja, und treffen mit dem Buddy Topline. Ja, also lohnt sich das nicht. Den Dragon für 2 Tower, das lohnt sich nicht. Sind 300 zu 190 Gold, also. Und vor allen Dingen, Drake kommt wieder die 2000, die haben sie ja unten wieder bringlich verloren. Ja. Anna brennt sich wieder noch den violetten Red. Bin mal gespannt. Es müsste nämlich so in
Oh, um 5 Minuten oder 10 Minuten? Ah, 5 Minuten so die Zeit sein für Baron, wo sie machen können. Level wird ja schon wieder gepult. Da kommt eine Fiddle-Ulti. Und oh. Panda wurde von Oberkan reingezogen. Ja, getauscht. Und Kerf macht einfach ganz gechillt die Golems. Oh, wenn sie da jetzt reinkommen, dann... Oh, oh. Das macht wieder Bodyguard. Was er sterben. Oh, das war nicht gut vom Trash. Der hätte ihn reinpullen sollen. Baylor tötet hier. Macht eine Double-Tötung. Ja, ja. Macht er, macht er. Ah, ah, dieser scheiß 4, ja? Ja, ja, der 4 ist echt nervig. Aber am... Ja. Oh! Dreifach-Tötung. Und? Vierfach-Tötung. Oh, jetzt müsste der Viertel der Fairness einfach da reinrennen. Ja. Für Pentakill, aber. Ja. Will er, will er, will er? Nee. Will er nicht. Zu spät, oder? Ja. Zu spät. Too late! Aber ein unoffizieller Pentakill. Okay, dann wollen wir mal ausrasten. Pentakill! Pentakill! Okay, das war's. Wombo-Kombo! Wombo-Kombo! Pentakill! Oh Mann, ey. Die Chinesen sind schon geil. Dass der Ryze doch gar kein Zikas Armyard gegen... Oder... Dass sie sich allgemein so wenig Rüstung holen. Gegen das Team. Ja, sie haben komplett ein AD-Team. Und das erste Wort der Trash ist Ages of Legion. Das ist natürlich dumm. Ja. Ich meine, daraus geht jetzt auch nur auf Live. Und okay, und die Dings Boots. Okay, es geht eigentlich, ne? Was? Dass er das geholt hat, es geht. Ja, ja. Aber... Guck dir Ryze an, der hätte sich einfach Seekers Armguard holen sollen, hätte jetzt gegen Baylor einfacher gehabt, denke ich. Wegen der Rüstung. Und so. Und auch Urgot, der sollte sich dann irgendwie gefrorenes Herz so holen, wenn er den jetzt... Oh, Baylor in der Mitte? Baylor! Panda versucht zu... Oh! Spielen. Oh! Ich, hat er noch einen Bot? Nee. Aber er stirbt nicht. Er hat sein Schild. Der ist ja einfach weggejumpt. Oh, oh. Oh, Panda stirbt. Das ja, Panda ist tot. Aber Barrier, Heal. Da kommt aber die Ulti. Ist tot. Aber der Fiddle stirbt auch. Ja, er wurde gefressen von Devil. Ja, der Fiddle, der hätte sich lieber auch mal Seekers Arm gehabt. Darum ist es tot. Oh, Devil stirbt. Devil ist tot. Trash ist tot. Und der Peter White, der steht da auch ein bisschen wagemutig, drücken wir es mal so aus. Ja, und Panda hat schon doppelt so viel Farm wie er. Ja. The Man 7. Oh. Da ist Peter White auch tot jetzt. Und Baylife ist gottgleich. Ja. Hat Kev Phoenix auch. Ich bin enttäuscht. Ja, Kev war dieses Spiel nicht so gut, aber wenn er Lex hat, dann kann ich das auch verstehen. Ja. Weil ich meine, Kev spielt ja eigentlich keinen schlechten Remax-Spiel. Ja, man hat auch in manchen Aktionen gesehen, dass er halt... Er wirkt halt Lexi. So unentschlossen, also entweder unentschlossen, was man halt sonst nicht so gewohnt ist, oder so ein bisschen betrunken. Aber das ist er ja nicht, wir haben davon noch mit ihm geredet. GG Fiddle kann nicht reden. Kein Headset, na toll. Das hättet ihr uns früher sagen sollen. Ja. Dafür können wir jetzt nichts machen. Ja. Weil Headset ist Pflicht natürlich. Hörst du das sogar? Ja, du hast doch mal sogar mal ein Video gemacht dafür. Oh, Peter White ist kaputt. Ja. Und Baylor ist legendär. Oh, Trash hat eine Ulti gemacht, aber irgendwie gefühlt niemanden damit getroffen, außer Devil. Baylor lacht da noch, geht gar nicht mehr mit rein. Ja. Warum? Was hätte er denn auch machen sollen? Also. Oh. 3 gegen 1 ist unwahrscheinlich, dass er es schafft, wenn die nicht gerade alle Lowlife sind. Es war ja dann mehr 3 gegen 2. Ja, nee. Trash, Darius und Ryze waren da. Ja, Wolibear war ja aber auch noch da. Wolibear war auch schon tot. Ja, der war aber vorher noch da. Ah, ja, aber
Da, er war ja schon ziemlich, so ziemlich tot. Oh, oh, Cap. Cap in Trouble. Ja, mit seinem Tier. Da kommt die Fiddle-Ult. Ja, nicht steckt. Für solche, wenn er solche Aktionen bringt, dann sollte er bitte Sonias haben. Ja. Panda tötet. Was macht denn der Fiddle da? Der Fiddle, der hält ja nichts aus. Na Panda, oh Panda. Oh! 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 Super. Der Fakt zwar noch versucht ihn zu retten, aber da ging ja nicht viel. Und ah, Bailiff ist jetzt auch tot, oder? Kriegt er ihn noch? Nee, wahrscheinlich nicht. Shutdown. Terminiert. Nee, Shutdown klingt viel cooler als terminiert. Ja, ich weiß. Schrei mich nicht an. Doch. Nein. Aber meine Mama hat gesagt, ich darf das. Meine Mama sagt immer, das Leben ist wie eine Pralinenschachtel. Weil man weiß nie, was man bekommt. Leukepenis. Oh mein Gott. Wann holen die sich Rüstung? Wann? Ryze hat es jetzt ein bisschen verstanden mit Rüstung, so. Ja, okay. Der holt sich einfach. Der holt einfach auch nur Standardbild hier gefrorenes Herz oder dieser Iceborn Gauntlet. Ja. Denke ich. Also wenn sich da jetzt gleich irgendjemand. Ah, Urgott auch. Urgott hat jetzt auch Kettenrüstung geholt. Hoffentlich für ein gefrorenes Herz. Trash hat jetzt Aegis. Ja, aber warum? Ja, es gibt auch Rüstung für alle, ne? Also. Ja, es gibt auch ein bisschen Rüstung, aber. Dann hätte ich mir auch. Oh, Panda kann sich nicht entscheiden, auf wen er geht. Der geht jetzt die ganze Zeit noch auf den Fiddle. So. Ja. Kev ist tot. Peter White hat Panda genau in sein Team gemacht. Ja. Das war jetzt nicht so gut. Und dafür stirbt er jetzt auch. Weil es war, glaube ich, nicht so taktisch sinnvoll, den gefiederten AD-Carry in die eigene, in die eigene halbtote Gruppe zu Dingsen, zu tauschen. Man glaubt, Captain 2.5 in the new Meter. Ganz klar, also. Was macht Bailiff denn da oben? Weiß ich nicht, was er. Ich glaube, er lenkt die einfach ein bisschen ab. Dieser Lee ist dein Mann. Und Baylor hat einfach Fiddle getötet, ja. Panda ist tot. Und Devil hat jetzt den Inhibitor gemacht. Okay, da will jemand, glaube ich, gekickt werden. Warum? Wake up. So, wo ist der? Ach so, du wirst angeschrieben, ich hab grad halt irgendwo noch was geschrieben. I don't like Danny's porn streams. Das Cap so horny. So. Ich hab gedacht, hätte irgendwer was in Woll. Nee, nee. War nur wieder einer. Ein Abonnent oder einer in der Camp? Nur irgendein Abonnent. Also bisher sagt einer, der auf dem Teamspeak ist. Bitte? Bisher gesagt einer, der auf dem Teamspeak ist. Und da ist Bailiff mal wieder ein bisschen zu greedy. Ja. Und stirbt. Diesmal war hier, das finde ich gut auf Lee Sin, dass er dieses Ward-Item hat, weil er sich dann einfach nur immer wegbewegen kann. Das ist richtig geil. Ja, aber ich, die Urgott-Ulti, die fand ich gerade auch nicht so schlecht. Die Ulti von Fiddlesticks war auch jetzt nicht so Bombe. Ich. Ja, Clef einfach. Meine Devil hat jetzt Warmox, das heißt GG. Das ist ein Woody da mit Warmox. Er braucht noch mehr, er braucht 6 Warmox. Warum 6 Warmox? Weil das OP ist. Oh, da ist Panda direkt tot. Weil er da in die Leute reingesprungen ist. Der Buddy stirbt jetzt, glaube ich, auch. Ah, er kann sich, glaube ich, noch retten. Nee, Daryl ist gestorben, das heißt, der Buddy wird überleben. Weil ja. Daryl ist derjenige, der carry. Haben wir gerade eine schöne Crash-Ulti, um
versucht, die alle beim Viertelsaugen zu halten. Was war das denn für ein Druck? Oh, aber Cap ist jetzt alleine gegen drei. Baylife, waited zu Baylife, aber ich glaube, er schon ja stirbt vorher, oder? Ja, das wird doch so OP. Oh, geht Baylife da jetzt rein? Was wird passieren auf Baylife da jetzt? Oh Gott, er hat seine Links gefailt, seine W. Ja. Wie männlich ich bin. Ja. Der W ist natürlich der männlichste von allen. Fuß. Oh. Baylife 1 gegen 4, da war zu. Too greedy. Too greedy. Selbst als defeated verließen. Aber sie haben trotzdem noch den Tower auf der Top-Lane bekommen, weil die Minions gepusht haben. Ist doch gut, obwohl sie den Fight verloren haben, ganz klar. Ja. Weil Baylife sich vorhatte catchen lassen und sie deswegen dann 4 gegen 5 waren und trotzdem gefightet haben. Aber ich denke, das blaue Team gewinnt trotzdem. Allein schon vom Gold her 10,3k. Ja, müsste easy noch. Also es müsste easy von der Bühne. Wenn das jetzt throwen, dann... Meine Panda hat mehr als doppelt so viel CS wie Urgot. Ja. Und Cap hat trotz Lags mehr CS als Darius, obwohl der Darius gefeedert ist. Er wird Peter White angegriffen und geht sterben. Sehr gut. Oh, wer ist da wieder so greedy? The Buddy. Und stirbt auch. Das ist halt mies. Ein Trash-Hook, ein Darius-Hook. Dann da. Loop Piddle Ulti. Die fand ich jetzt nicht so gut, muss ich zugeben. Ja, so wie die davor. Ja, davor die bei Cap auf der Lady war nicht schlecht, aber. Nee, ich meinte die da unten, die auch auf der Botlane war, die war auch okay. Ja, aber ich meinte am Anfang die Ultis, die waren ja nicht schlecht, aber jetzt, die waren die letzten beiden waren jetzt nicht so stark. Vielleicht war da auch ein versteckter Sinn hinter, dass er irgendwas erreichen wollte, aber ansonsten waren die nicht gut. Oh, stirbt! One Shot. Ja. Baylife rennt einfach aus dem Tower raus, trotzdem 4 unterm Tower. Aber Baylife sollte jetzt mal ein bisschen last hitten, also sein Blutdurst da ein bisschen hochbekommt. Der hatte doch schon einen Blutdurst. Achso, ne, hat er nicht. Er stirbt ja jedes Mal. Also ist er jetzt jedes Mal gestorben. Also ja, stimmt da auch nicht. Und Baylife hat nur 150 Farben bis jetzt. Ich glaube, das Blutfarmer ein bisschen vernachlässigt. Da ist Trash tot. Ja, da hat er sich auch doch Position catchen lassen. Und sie kriegen den zweiten Inhibitor. Den dritten jetzt wahrscheinlich gleich sogar, weil Botlane wurde auch von Minions durchgepusht. Ja. Das heißt, das Spiel ist jetzt, denke ich, jetzt gleich zu Ende. Ja, wird auch so sein. Oh, Buddy hat gegrabt und Darius unterm Tower, das heißt, er ist tot. Rise is godlike. Von 1,5 auf 8,5. Okay, krass. Ja. Nicht schlecht. Ja. Er erholt sich. Dann wird sich jetzt wahrscheinlich... Aber guck jetzt, fangen sie an, sich Rüstung zu holen. Viertel will sich gleich wahrscheinlich dann... Würde sich nur... Oh, Panda ist tot. Und jetzt ist er legendär. Was? Naja. Aber guck mal, jetzt fangen sie an, Rüstung zu stacken. Bis auf Darius. Der stackt live. Ja. Und das, ich glaube, das ist ein bisschen spät. So. Ja, normalerweise. Jetzt machen sie Baron. Sie haben halt niemanden, der da wirklich stealen kann. Ne, haben auch keine Vision da. Kein einziges Ward auf der Map. Obwohl der Trash den Ward dann hat. Das ist nicht gut, Trash. Naja, was soll er machen? Er kommt ja auch nicht aus der Base raus, deswegen. Ja, aber er hätte wenigstens außerhalb der Base warden können. Also hier über die Mauer drüber, damit sie sehen. Am meisten Gold hatte Graves und dadurch gefolgt Lee Sin. Mit 13.900 und 13.700. Ja, am wenigsten Gold hat der Trash. Ja, mit 7.300 Gold. Jetzt haben sie auf jeden Fall schwer zu halten mit den ganzen Supervasallen. Das ist schon nicht ohne. Ja. Weil du jetzt auch nicht zu den
großen Wave-Clear haben. Ja, und jetzt kann schön das blaue Team sich noch alle Buffs hier schnappen und dann zum letzten Angriff übergehen. Und da pusht auch schon Minions durch, wie man sieht. Zwei Super-Vasallen hauen da den Turm jetzt platt. Ja. Das ist also ein kleiner Nachteil. Sie haben halt so ziemlich null Wave-Clear. Ja, okay, der einzige ist der Ryze, der ziemlich gut macht. Ja, aber Ryze-Ulti hat auch nicht, ist halt auch nicht dauerhaft. Und ja, Darius, okay, Darius geht auch noch mit der Q, aber Fiddlesticks hat ja also ziemlich außer die Birds und die haben Cooldown und machen jetzt auch nicht One-Hit-Minion. Ja, ich lasse schon. Flash ist jetzt auch kein starker Pusher. Und Urgot auch nicht. Urgot hat auch ja keinerlei Aoi, außer diese Raketen, aber die sind ja auch nicht, also diese Rakete da, aber die ist ja auch nicht gerade. Die ist ja eher dafür da, damit die Q dauerhaft trifft. Das ist halt das Problem jetzt, wo sie so ins Hinterzerfen geraten, dann sieht man halt die Nachteile. Weil ja, sich ist der Team ja nicht schlecht mit wenn Darius den Rap. Oh, the Buddy. Oh, schöne Trash-Ulti. Ah, Kev macht da einfach den Turm. Kev macht da einfach nur den Turm. Ja, ja. Trash ist tot, Devil ist tot. Oder ging mein Handy? Die kurieren Kev jetzt halt gerade so ein bisschen. Ja, Baylef hat zu lang Darius noch schnell gekillt. Sind halt die, die jetzt noch richtig Schaden machen, sind jetzt noch am Leben. Ja. Oh, Panda ganz knapp überlebt. Baylef. Aber Kev kann sterben, dass die Minions, die machen das schon alle. Also das Game ist vorbei. Da können sie jetzt nichts mehr machen. Auch wenn es zugeben muss, es war wegen Kevs letzten sowas zeitweise doch echt knapper als gedacht. Ja. Also fand ich jetzt. Oh, Kev baitet sie jetzt nochmal, damit sie zerstört. Ja, die Minions machen. Naja, er hat halt so ein bisschen gebaitet, damit der Kittel jetzt da nicht noch irgendwas da. Also, ist. Vom blauen Team, haben zwar schön gecarried, aber am Ende ein bisschen greedy geworden, auf jeden Fall. Ja, aber sind das Baylife. Der Ryze ist schön wieder, hat ein schönes Comeback, muss man sagen, schön gespielt. Darius ist auch klar gut gespielt. Von Peter White, ja, nicht so überragend, ne? Ja, von dem Fiddle und dem Trash auch. Okay, der Trash hatte einige gute Momente, aber der Fiddle war jetzt... Ja, Fiddle war einigermaßen in Ordnung, jetzt so Standard. Ja, ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Commentary. Haut rein, ciao! Oh.